In vielen Regionen wurden in diesem Herbst Spezialtrainings für Ruderfahrer angeboten. Teilweise unterstützt durch kurze Fachvorträge konzentrierte sich die Arbeit auf den praktischen Einsatz im Feld. Wie Rodemängel leicht erkannt und bewertet werden, gehörte zu den ersten praktischen Übungen. Der Shuttlewagen war stark gefragt und brachte die Fahrer bequem an den jeweiligen Einsatzort. In kleinen Gruppen von 8 bis 10 Teilnehmern konnten Fahrer auf ihrem Rudertyp alle wichtigen Einstellmöglichkeiten mit ihren Auswirkungen auf die Ruderqualität und mögliche Verluste im praktischen Einsatz erfahren. So arbeiteten drei Trainingsgruppen parallel auf einem Schlag, die von den Firmenschulern der Unternehmen Holmer, Roper und Grimme und je einem NITZ-Berater betreut wurden. Viele Einstellungen und ihre Auswirkungen auf Rübenqualität und Rodeverluste wurden vorgeführt, bewertet und natürlich diskutiert. Wie die Höhe und Drehzahl des Schläglers und die Feineinstellung der Köpfmesser bzw. des Entblatters bei Grimme. Auch die maschinentechnischen Details wurden genau unter die Lupe genommen. Auch die Auswirkungen von Fahrgeschwindigkeit und Rodetiefen wurden erarbeitet. Ich schaffe es, dass sie unnötig viel Wasser verdunstet. Und in Regionen, wo wir eben Wasser. Um die Intensität der Reinigung richtig beurteilen zu können, wurden Rüben vom Siebstamm entnommen. Die wird, naja. Der Wurzelbruch ist ja nicht 101, gell? Und auch das richtige Abbunkern will gelernt sein und wurde thematisiert. Die Feldhasen hatten an dem Tag allerdings Stress und zeigten sich leicht irritiert. Nach dem Gruppentraining schloss sich unmittelbar das Einzeltraining an. Und während die einen pausierten oder diskutierten, waren die anderen beim Einzeltraining oder gerade beim Fahrerwechsel. Hier sind die Experten unter sich und können sich ungestört austauschen. Die Veranstaltungen endeten mit einer Abschlussdiskussion und der Ausgabe einer für den jeweiligen Rudertyp speziell entwickelten Checkliste und einem Teilnahmezertifikat. Nach Ansicht aller Beteiligten waren dies gelungene Veranstaltungen auch für erfahrene Ruderfahrer zum Nutzen der rübenanbauenden Landwirtschaft.